Ja, sollst du Centropix Partner werden oder nicht? Meine Erfahrungen, vor allem meine Kritik, ich selbst bin dort kein Partner. Ich habe mit einigen Partnern zu tun und ich habe auch keinerlei Geschäftsbeziehung, möchte hier die Fakten geben, weil ja, aufgrund der Rezensionen weiß ich nicht, ob du dir dann wirklich so ein Bild machen kannst. Und wenn du dort starten möchtest, dann ist das das richtige Video. Zuerst einmal Centropix, vor einigen Wochen ist es bei mir aufgepoppt bei Facebook und ja, ich dachte mir zuerst, Centropix, was ist das? Habe mir die Website angesehen, habe mit Partnern gesprochen, habe mir die Firma angesehen, Marketingplan, Produkte. Ich muss sagen, das ist wirklich sehr, sehr durchdacht und ich gehe davon aus, dass Centropix in den nächsten Jahren wirklich eine bemerkenswerte Rolle spielen wird, also grundsätzlich zu dem Unternehmen, das ist tipptopp. Allerdings gibt es ein Problem, wenn du dort Partner werden möchtest, weil die Website ist sehr, sehr schön, das ist noch nicht das Problem, aber ich habe öfters gesehen, dass Centropix Partner den Link posten und das ist etwas, was du auf keinen Fall tun solltest. Es gibt das sogenannte externe Link-Update, das heißt, wenn du einen Affiliate-Link oder auch egal zu welcher Webseite reingibst als Centropix-Partner, dann wirst du bestraft. Das heißt, die Reichweite, die organische Reichweite wird sehr, sehr stark gedrosselt und deswegen solltest du das auf keinen Fall machen. Besser ist es, du machst ein Posting mit Mehrwert, das heißt, du gibst Tipps, um die Zielgruppe anzuziehen. Das heißt, du signalisierst der künstlichen Intelligenz auf Facebook, hey, ich möchte Leute, die sich für gewisse Themen interessieren. Und ich habe dir hier einige Posting-Ideen gemacht und zwar wollen wir Leute anziehen, die sich grundsätzlich für Gesundheits- und Wellness-Themen interessieren, die mit den Vorteilen der Magnetfeld-Therapie korrespondieren. Ich habe dir 5 Themenbereiche gemacht mit jeweils 5 Postings. Lass uns mal starten. Alle Posting-Ideen findest du unterhalb von dem Video. Einfach in der Videobeschreibung auf Mehr klicken. 3 Entspannungstechniken, die bei Gelenk- und Muskelschmerzen helfen. 4 alternative Therapien zur Schmerzbehandlung. 5 Strategien für einen tieferen und erholsamen Schlaf. 3 Abendrituale für besseren Schlaf. 5 Tipps zur schnelleren Erholung nach dem Sport. Nehmen wir das Beispiel mal. Sehr, sehr wichtig, niemals Centropix erwähnen oder auch zum Beispiel die Centropix Cloud oder Bubble, was auch immer. Weil sonst du dem Algorithmus sagst, du bist ein Werbekonto. Und wenn es dich als Werbekonto einstuft, dann hast du keinerlei organische Reichweite. Also wir nehmen diese Posting-Ideen, lass auch das Emoji drin und die Zahlen, weil die sorgen dafür, dass einfach noch mehr Leute auf dein Posting gehen. Und dann ist sehr, sehr wichtig, dann sagst du zum Beispiel eben, was haben wir gehabt, 5 Tipps für zur schnelleren Erholung nach dem Sport. Dann gibst du 5 Tipps und hier ist wirklich wichtig, gute Tipps zu geben. Also nicht, was jeder oder jede kennt, google einfach. Und dann sagst du, ich habe einen Bonustipp. Ich habe für mich ein Helferlein, ein Tool gefunden, das mir eine wahnsinnig schnelle Erholung bringt nach dem Sport. Wenn du es wissen möchtest, schick mir eine Nachricht. Posting-Idee, Mehrwert geben, Nachricht senden. So einfach ist das. Was du brauchst, sind die Posting-Ideen. Ich habe dir eben diese 5 Themenbereiche mit jeweils 5 Posting-Ideen gemacht. Unterhalb von dem Video findest du diese, kannst du eins zu eins kopieren. Und unterhalb findest du auch den Zugang zu meiner Facebook-Gruppe. Sind über 25.000 Networker dabei. Und ja, derzeit ist der Zugang noch kostenlos. Dort gebe ich jeden Tag Tipps und Tricks, wie du die künstliche Intelligenz nutzen kannst. Nicht nur für Centropix, wenn du dort Partner bist, sondern überhaupt im Network Marketing, um nicht mehr mit Namensliste arbeiten zu müssen. Ich habe im 7. Monat 210.000 Monatsumsatz gemacht mit Facebook und ich kann dir genau zeigen, wie das geht. Also viel, viel Erfolg und ja, wenn du Centropix Partner werden möchtest, bevor du eben dort ins Backoffice einsteigst, solltest du das wissen und ich finde die Kritik nicht wirklich berechtigt. Das sind so meine Tipps und Tricks und meine Erfahrungen dazu. Rocky, dein Willi. Ciao, ciao.